Also es spielt eine große Rolle natürlich, weil je komplexer die Verfahren werden und die Sachverhalte werden und desto höher die Ebene auch ist, in der man die politischen Entscheidungen trifft, desto mehr bedarf es eben letztendlich mittels Personen, die die verschiedenen Sichtweisen aus der Bevölkerung und aus den unterschiedlichen Interessensgruppen an die Entscheider noch herantragen. Denn nicht jeder hat halt die Chance, sage ich mal, in den ganzen Sitzungen der Europäischen Union oder in Brüssel und Straßburg präsent zu sein. Das geht am Ende irgendwann nur noch dadurch, dass es eben auch ein Stück weit Repräsentation von Interessensvertretern gibt, neben der klassischen Repräsentation von Abgeordneten und natürlich auch den Regierungsvertretern der Kommission. Ja, also das ist natürlich so, dass wir überhaupt nicht nur auf Interessensvertreter angewiesen sind und auch die Europäische Kommission, die ja sowieso eigentlich als unabhängige hohe Behörde die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen, insbesondere natürlich auch zwischen den Mitgliedstaaten der EU, überbrücken soll, die bedient sich mehrerer ja, Inputs, die reguliert sind. Das eine ist das Konsultationsverfahren, das also die Kommission vor jedem Gesetzgebungsprozess machen muss, wo tatsächlich jeder daran teilnehmen kann und Fragen beantworten kann, die die Kommission zu ihren Planungen stellt. Also sowohl das große internationale Unternehmen als auch quasi Oma Erna hier aus dem Dorf nebenan können sich daran beteiligen. Und dann gibt es zusätzlich noch sogenannte Folgenabschätzungsverfahren, wo dann unabhängige Experten befragt werden, angehört werden und dann entsprechend eben von der Europäischen Kommission und auch von den anderen Institutionen hier im Parlament Folgenabschätzungen gemacht werden müssen über die Folgen eines Gesetzes, sowohl die ethischen, die rechtlichen, aber auch die ökonomischen Folgen, die damit verbunden sind. Das heißt also, da kommen viele Experten nochmal zusammen, um auch einen möglichst unabhängigen Blick auf die Verfahren zu bringen. Man muss dazu aber natürlich sagen, dass niemand wirklich unabhängig ist. Also jeder kann ein Stück weit irgendwo beeinflusst sein und selbst der unabhängige Experte, der angehört wird, hat vielleicht irgendwie Verwandte, die davon betroffen sind oder hat selber irgendwie investiert in ein Unternehmen, das betroffen sein könnte. Also man muss da vorsichtig sein. Eine wirklich unabhängige Einflussnahme kann es gar nicht geben. Es ist immer eine subjektive Einflussnahme. Aber die Frage ist halt, schafft man es, möglichst alle Perspektiven dabei einzubringen und auch öffentlich hinterfragen zu lassen? Ja, also das ganz üblichste Verfahren hier sozusagen von Interessensvertretern, von Lobbyisten, die ihre Meinung an die Entscheider bringen wollen, ist per E-Mail. Also die allermeisten, übrigens auch Bürgerinnen und Bürger, die Einfluss nehmen wollen, schicken einfach eine E-Mail an die Abgeordneten, an die relevanten Abgeordneten für ihr Thema oder für ihre Region oder eben an die relevanten Kommissare und deren Generaldirektionen oder an ihre Mitgliedsländer und deren Regierungen, mit dem Inhalt, wenn Sie bestimmte Bedenken haben oder Ängste oder eben eine Studie haben oder irgendein Ergebnis von einer Untersuchung, das Sie gerne teilen wollen und wo Sie letztendlich sagen, also das ist ein Punkt, den wir gerne nochmal einbringen wollen, dann passiert das heute eigentlich hauptsächlich per E-Mail. Es gibt natürlich auch einige, die versuchen anzurufen. Es gibt auch einige, die hier professionell niedergelassen sind, in Brüssel und in Straßburg als Interessensvertreter, die letztendlich im Auftrag vieler Interessensgruppen hier versuchen dann Lobbying zu betreiben. Und die versuchen natürlich Termine mit den Abgeordneten oder mit den Mitarbeitern in der Kommission zu bekommen. Die sind hier akkreditiert mit dem Lobbyausweis und können sich ins Café setzen und da den Leuten quasi auflauern und mit ihnen sich unterhalten. Und das ist mehr oder weniger, sage ich mal, angenehm und okay. Also es gibt natürlich auch solche, die wirklich dann sehr aufdringlich werden oder gar darüber hinausgehen, bloß Argumente auszutauschen und halt letztendlich Angebote machen, wie mal eine Reise irgendwohin organisieren, um sich bestimmte Sachen anzugucken oder ein Essen anbieten. Und da wird es natürlich dann schon grenzwertig. Ich würde aber sagen,
dass das tatsächlich eher die Minderheit ist, die versucht, in diesen Graubereich der Vorteilsannahme und des Vorteilsangebots reinzugehen oder gar in die Korruption. Das sind seltene Fälle. Die allermeisten versuchen wirklich irgendwie Termine zu bekommen, wo sie sich dann unterhalten können und ihre Argumentation mal detailreicher rüberbringen können. Also der Erfolgsgrad von Lobbying, der ist noch nicht so untersucht. Also jetzt gerade hier auf EU-Ebene muss man sagen, könnten da, glaube ich, viele Journalisten und vielleicht auch Wissenschaftler noch einiges an Effizienz sichtbar machen oder vielleicht auch an Ineffizienz. Denn es gibt auch viele ineffizientes Lobbying, wo Veranstaltungen gemacht werden und am Ende gar nicht ein Entscheider da ist, sondern alle möglichen Leute, die halt gerade ein Häppchen haben wollen. Aber es gibt eben natürlich mittlerweile eine sehr professionalisierte Branche an Interessensvertretern, an Lobbyisten, Anwaltskanzleien oder Consulting-Unternehmen, die halt wirklich sehr viel Mittel und Personal da reinstecken, viele Menschen mit einer hochprofessionalisierten Art und Weise zu beeinflussen, vielleicht sogar gar psychologisch zu manipulieren. Und da muss man natürlich schon sagen, kann man schon von einem hohen Erfolgsgrad reden, wo auch der Einfluss sehr stark ist. Allein schon deswegen, weil die Masse auch an Personal, an Einflussnahmemöglichkeiten deutlich größer ist als bei anderen. Naja, also es ist in jedem Fall sinnvoll, Interessensvertretungen so zu definieren und auch den Rahmen, den ethischen Rahmen von Lobbyismus neu zu definieren, dass man sagt, eigentlich sollte jeder versuchen, auch ein Stück weit das große Ganze und die Interessen der Allgemeinheit mit zu vertreten und im Blick zu haben und einzuhalten. Dass es eben nur darum geht, eigentlich unterschiedliche Wissenslücken zu stopfen und damit die Entscheidungsprozesse für die Allgemeinheit besser zu machen. Nur das Problem ist, ich glaube nicht unbedingt daran, dass man das einfach nur dadurch machen kann, indem man sagt, die einen sind gut, die anderen böse, die einen gucken auf die Allgemeinheit, die anderen weniger, weil letztendlich jeder ein Stück weit, eine subjektive Perspektive hat. Das heißt also, es geht eigentlich jedem um eine beschränkte Sichtweise, die man versucht zu vermitteln in diesem Prozess. Und auch eine NGO kann, auch wenn sie sich um, sage ich mal, hehre Ziele der Allgemeinheit kümmert, ein Eigeninteresse haben und vielleicht auch eine eigene Perspektive, die zum Beispiel die Rechte und Interessen von anderen missachtet. Das heißt also, der Anspruch ist richtig, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, das eine ist ein subjektives Interesse und das andere ist die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit, das Allgemeininteresse, das ergibt sich aus einem möglichst breiten und offenen Dialog, in dem möglichst viele Menschen zu Wort kommen können. Ja, davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube sehr, dass da noch große Kapazitäten und Ausbaumöglichkeiten für die Einflussnahme vieler Menschen auf die Entscheidungsprozesse in der EU bestehen. Insbesondere, wenn es eben darum geht, bestimmte Anliegen und Interessen besser vorzubringen. Gerade durch eine Gruppe von Personen, viele Leute, die sich zusammentun und gemeinsam quasi ihre Sichtweise hier stärker vertreten wollen und auch gegen andere Interessen hier quasi eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Da haben wir viele Möglichkeiten. Wir haben das gesehen zum Beispiel, dass das funktioniert mit solchen Projekten wie Lobbyplug, wo dann zumindest der Lobbyismus der anderen, also der Unternehmen auf die Datenschutzreform zum Beispiel, transparent gemacht wurde, indem man all die Änderungsanträge, die eingereicht wurden, verglichen hat mit den großen Unternehmenslobbypositionen und herausgefunden hat, dass das natürlich sehr einseitig stattfindet. Und damit gibt man letztendlich überhaupt erstmal die Möglichkeit für all diejenigen, die sich einbringen wollen, zu sehen, aha, hier muss ich wohl noch meine Perspektive mit einbringen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass solche Modelle auch kooperativer Lobby-Plattformen funktionieren können, wenn sie eine Herausforderung erfüllen. Und das ist wichtig, dass man nämlich zeigt, dass man auch wirklich jemanden repräsentiert und nicht nur quasi auf eigene Faust oder eine ganz kleine Nische sozusagen, also die eigentlich gar nicht repräsentativ für eine bestimmte Meinung ist, vertritt.
dann wird es natürlich schwer zu rechtfertigen, warum man nun mehr wahrgenommen werden sollte als der einzelne Bürger oder die einzelne Bürgerin da draußen. Also es kommt auf die Vermittlung von Relevanz, von Repräsentanz vor allen Dingen an in diesen Prozessen. Wenn das gelingt, glaube ich, gibt es da viele Möglichkeiten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, das würde ich auch fordern, dass die Europäische Kommission zum Beispiel Geld in die Hand nimmt, um solche Projekte zu fördern. Denn es ist auch eine Hohlschuld der EU-Institutionen, die Leute mit reinzuholen in den Prozess und nicht nur darauf zu vertrauen, dass alle die Möglichkeit haben, quasi an die Tür zu klopfen.